Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich hasse es, wenn ich den Part anfange und dann gerade irgendein NPC anfängt zu reden. Ich wollte eigentlich gerade den Part anfangen und dann quatschen wir immer dazwischen. Das bringt mich aus dem Konzept. Mag ich nicht. So, wir sind hier in der schönen Hafenstadt von, weiß ich gar nicht, Hafenkencherei? Kerei? Weiß ich nicht. Wir haben hier eine Quest mit zwei Brüdern, die irgendwie in die Richtung da führt. Wir haben eine Quest, die uns wieder zurückführt. Und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier das Ding. Weil müssen wir machen. Weil ist ja, also müssen wir nicht, aber ich mache ja 100% meistens so. Oh, endlich wie ein Astragon-Rätsel. Ich habe richtig Spaß an Astragon-Rätseln. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Ich glaube, den sieht niemand, wenn ich den hier töte. Außer vielleicht der Typ hier. Okay, er sieht es anscheinend nicht. Kann ich gleich wieder erobern von den Spartiaten. Moment, ich darf da sein? Ah ne, hier darf ich nicht mehr sein. Also dieser Skill ist einfach krass overpowered. Korinth. Wenn das mehr dir nicht gewogen ist, dann... Irgendwas mit Dreizack, erstmal musst du hier töten, zählt das Mord, jo. Oder? Ja, Mord, geil. Also klar, es ist ein Mord. Die Leute können das eigentlich auch sehen, aber... Spieltechnisch ist es einfach Müll. Es macht auch keinen Spaß. Was soll ich denn machen? Soll ich ihn da weglocken von den Leuten? Ja, kann ich machen natürlich. Dann kann es auch sein, dass um mich irgendwelche anderen Leute hören und sich so denken, jo, da gehe ich mal hin. Und wieso habt ihr alle so viel Leben? Weiß ich nicht. Ob ich das so sehr fühle? Also nein, absolut. Ich fühle es gar nicht. Null. Kann ich jetzt schon sagen. Okay, ist noch ein Schatz. Okay, da vorne. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ist hier wahrscheinlich wieder als Clown, wenn ich da rangehe, oder? Ja, natürlich. Aber das hat mich zum Glück keiner gesehen. Oder denen ist das einfach egal. Würde ich mich fühlen. Und da hinten ist der Befehlshaber. Den müssen wir auch noch legen. Weitere sehe ich hier aktuell nicht. Eine Gefangenenbefragung muss ich anscheinend auch noch machen. Schwer, das sind meine Aufgaben. Ja, anscheinend schon. Moment. War das gerade der Fehlzahl, den ich hier gerade ausgeschaltet habe? Könnte auch sein. So, das haben wir getan. Dann könnte ich mir jetzt erstmal das Ostagon angucken, ob ich vielleicht irgendwas davon finde. Können wieder viele Items. Wenn das Meer dir nicht gewogen ist, dann suche einen Dreizack. Der größte wird von der Poseidon-Statue in Korinth gehalten. Du findest mich auf einer seiner Spitzen. Okay. Korinth. Wurde es hier eine Poseidon? Also ist Mut des Poseidon? Also es könnte ja überall hier in Korinth sein. Das ist riesig. Also ich würde tippen, dass es irgendwo hier ist. Da könnte ich es natürlich direkt hingehen, aber ich glaube, hier bin ich relativ nah dran. Ja, knapp 200 Meter. Dann laufen wir erstmal nach da vorne und gucken mal, ob wir hier irgendwas Gutes tun können. Okay, wir sollen Banditen töten und wir sollen, glaube ich, eine Rüstung kaufen. Also ich könnte einfach so eine Rüstung von Athena holen. Das ist kein Problem für mich. Ist hier eine Höhle? Oder was ist hier? Oh ja, cool. Die Putades-Höhle. Okay, wir sind einfach nur diese... Okay, natürlich müssen wir noch runter. Ja, nehmen wir mit den ganzen Quatsch hier. Gibt doch, danke. Ah, cool, eine Fackel. Muss ich hier meine benutzen. Können wir mal gucken, ob hier was ist, aber... Nee. Also, diese Höhle ist tatsächlich... komplett nutzlos gewesen. Also wirklich. Die ist ja auch echt winzig. Rum ist auch nichts. Also. Gefühlt waren die doch sonst mal länger und mehr. Aber gut. Wir haben
die Höhle geholt, alles gut. Ist ja auch mal schön, wenn man so einen Ort schnell beendet hat. So, dann sind hier wahrscheinlich die Banditen, tippe ich mal. Eigentlich wollte ich ja in die Richtung laufen, aber gut. Mach ich anscheinend nicht. Wir müssen an der großen Poseidon-Statue noch Ausschau halten. Tippe ich mal darauf, also. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, wieder jetzt die Kasse treffen, wieder Dark Souls gespielt, wieder gar keine Ahnung mehr, in welche Richtung ich drücken muss. Nein, nicht in welche Richtung, also welche Taste ich drücken muss. Au. Ein bisschen weiches Leder, kann ja auch nicht schaden. Wir holen mal Phobos. Können vielleicht ein bisschen besser laufen. Reiten, also schneller nach vorne kommen, meine ich ehrlich, eigentlich damit. Verfallener Tempel ist Zeus. Oder heißt es Zeus? Wer weiß. Okay, da hängt er eigentlich gerade. Da steht irgendeiner oben auf dem. Oh, ja, wie nennt man das? Auf den Mauern? Ist ja keine Mauer. Okay, hier könnte ich wieder Sachen tun. Dicke Tafel gefunden. Und ein paar Leute töten. Dürften wir hinbekommen? Mist. Da hat das Spiel wieder so gedacht, sich so gedacht, yo, das läuft gut. Ich lasse dich mal nicht schießen. Du hast mir gleich gesehen, Freund. Finde und töte die Banditen. Kriege ich hin, ja. Wahrscheinlich hat der eine Bruder seinen Vater einfach getötet. Und das hier sind einfach sein Banditenkumpel. Und er will die jetzt einfach nur töten. Damit er im Geschäft wieder der Boss ist. Aber mir ist es egal. Ich töte einfach alles. Okay, du dürftest das sogar überleben. Das war falsch. Ich muss hier hingehen. Ne, muss ich nicht. Ich muss hier auf den gehen. Stumpfe Pfeile. Achso, ne. Und wie wechsle ich die? Ah, okay, das ist cool. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den Pfeil wechseln. Armer Doggo. Aufzeichnungen. Hyrinas Vater schuldete ihrem Anführer eine Menge Drachmen. Er heißt wohl Hypatos. Okay. Gibt es hier noch was Interessantes? Habe ich die Tafel erst hier schon eingesammelt, oder? Okay, also der Vater schuldet denen anscheinend Geld. Das haben die wahrscheinlich umgebracht. Dann gehen wir mal nach hier oben. Also ich dachte eigentlich, ich kann den Hund jetzt einfach nicht töten. Aber anscheinend tötet ihn ein stumpfer Pfeil auch. Ich meine, vielleicht gegen Kopf nicht so gut. Aber trotzdem schade, dass er gestorben ist, weil ich wollte ihn eigentlich nicht töten. Das habe ich extra den stumpfen Pfeil ausgesucht. Das ist ein stumpfer Pfeil, naja. Ja, ich finde ein bisschen schade, dass man, wenn man im Zielmodus ist, dann trotzdem nach rechts die Waffen durchschaltet. Ich will einfach nur die Pfeile durchschalten. Also ich würde sagen, Normalfall reicht vollkommen aus. Ich weiß nicht, ob wir die anderen auch bekommen einfach so. Könnte sein. Ich glaube, ich habe seitdem keinen Köcher mehr geholt. Seitdem ich die voll gecraftet habe. Mal gucken. Das ist hier auch aus dem Banditenlager? Das Laislager oder Lais? Der hat einfach einen fucking Bären, also fühle ich. Ein Bär ist cool.
Ach so, da ist nur einer durch, da sind Tiere drin. Ha, schade. Mist. Schade. Ah, die heißt Alexa. Ich dachte gerade, mein Sprachassistent hinter mir geht an. Dem war nicht so. Okay, also die Explosionsphase ist kompletter Schmutz. Gut zu wissen. Also die machen halt legit gar keinen Schaden. Upp. Hab ich nicht getroffen? Ach Gott, ich habe extra kurz losgelassen, weil ich dachte, das ist cool, aber nein. So. Ist mir gerade ein bisschen sauber im Mund gelaufen, muss ich erstmal einziehen wieder. Okay, die hat aber auch echt viel Leben, muss ich gestehen. Hä? Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Natürlich kannst du wieder einen 360-Grad-Angriff machen. Also sie können stark sein. Ich glaube, ich will dich mal treten. Okay, warum ich da nicht getroffen? Jetzt kriegst du einen kleinen Tritt. Und ich glaube, dich nehme ich mal mit. Also du wirkst stark. Kann natürlich sein, dass du komplett nutzlos bist. Ja, keine Ahnung. 3 und 3 nehme ich mal mit. Durchsuchen erstmal und dann anheuern. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. Also sie ist halt legit stark gewesen. Jetzt haben wir auch eine Person, die ich am besten nicht ausspreche. Viel Spaß, Gefangener. Hallo, Herr Wolf. Antiker Königsherr, okay. Recurve Bow. Eine Labris-Axt. Gut, dann nach hier oben. Ja, ich würde sagen, in diesem Part gucken wir uns mal diesen ganzen Quatsch hier an. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Megaris zurück und machen die eine... Ne, nicht Daily Quest, diese verlorene Geschichten-Quest. Also ich weiß nicht, was die sind. Da ist ein Bär, den weiche ich mal gekonnt aus. Wahrscheinlich sieht er mich trotzdem auf die Fresse. Hm, ist er noch nicht. Jetzt sieht er... Na, das ist ein zweiter, oder? Oder war es doch der davon? Militärlager, okay. Okay, die sind alle Level 30. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Da hängt es auch schon wieder ganz viel Quatsch. Okay, den will ich nicht töten. Den kann ich auch nicht töten. Den wahrscheinlich auch nicht. Den auch nicht. Also ich kann echt wenig Leute töten, muss ich gestehen. Also mit One-Shot auf Kopf. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, der ein Stifter ist. Das ist immer eine wütende Katze. Natürlich müssen jetzt alle hierher kommen. Richtig spaßig. Ich finde es immer super, wenn ich mich hier irgendwo anschleichen will. Und dann gucken mich alle an. Also okay, das war mein Fehler. Dass der da steht. Warum müssen die jetzt da so stehen? Weißt du was? Scheiß drauf. Okay, ich hasse es, dass sie so einen richtig krass weiten Angriff haben. Mord, Mord. Koppel, der jagt dich. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist cool. Also, dass man den Schiff dann einfach töten kann. Da, wenn es in diesem Ort einen Schiff da gibt, ist das halt in Ordnung, so das Feature. Aber es ist halt trotzdem dumm, dass der Kopfjäger sich so denkt, jo. Ich habe vielleicht eine Erfahrung gehört, dass jemand gesagt hat, Kopfgeldjäger. Ich gehe da mal hin und töte alle Leute. Was zur Hölle bist du denn? Wo kommst du auf einmal her?
glaube, du hast Spaß. Okay, keine Ahnung, was da passiert, aber ein cooler Move. So, hier gibt es auch keinen Bogen-Ding aktuell. Vielleicht auf dem Turm, ne? Also sehr wahrscheinlich. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Wir können jetzt nur weitergehen nach hier oben. Und hoffen, dass wir da eine Zeus-Statue finden. Nicht eine Zeus-Statue, eine Poseidon-Statue finden. Was ich ehrlich gesagt bezweifle, aber man kann ja nie wissen, was man so findet. Wenn wir den Typen dazu zufällig treffen, können wir mal gucken, wie viel Schaden wir machen würden, wenn wir an ihm vorbeireiten. Bist du, ne? Ja. Okay, das ist anscheinend eine Festung. Wuhu, ich hab richtig Bock auf eine Festung. Wie viel kriege ich denn? Ah, ich kann nicht. Ich töte dich gleich, wenn du sagst, okay, du bist ein Level unter mir sogar. Okay, bevor wir die Festung jetzt anfangen, gucke ich erstmal hier unten. Also auch kein Festung, ist auch ja nur ein Lager, aber das sieht kleiner aus. Aber ist wahrscheinlich genau so viele Leute wahrscheinlich. Okay, ein Ostragon. Wuhu. Ich liebe Ostragon-Rätsel. Es gibt nichts Schöneres als Ostragon-Rätsel. Vor allem, wenn hier alles wieder voller Gegner ist und keinerlei Deckung oder sowas. Komm her. Da hält sich wohl jemand für einen Musiker. Hä, ja. Bleib sofort stehen. Das hat ja schon mal gut geklappt. Der wird das, glaube ich, sehen, oder? Hörst du wohl auf? Hä? Komm her. Du machst dir besser keinen Ärger. Du siehst mich doch gar nicht, oder? Ach, ich muss nicht mal einen Crit machen. Okay, ich glaube, ich habe den Crit doch weggelassen. Perfekt. So. Wo gehst du hin? Dahin. Also ich geh mal nach da. Schmeiß dir das in die Fresse. Schmeiß dir das in die Fresse. Und schmeiß dir anscheinend nichts in die Fresse, weil ich nicht da. Wer hat das bitte gesehen? So dämliche Hafenarbeiter, die ich gerade übersehen habe. Also, ich sehe hier absolut niemanden, der es hätte gesehen können. Also bevor ich. Also bevor der mich gesehen hat, habe ich schon dem Speer in seinen Kopf gehabt. Ich habe bessere Ausrüstung. Können wir dann mal gucken, ob wir noch gute haben. Ein Ostragon, wuhu. Korinth, hin und her am Diokles. Erzähl mir nichts von sich wiederholender Arbeit. Obwohl das der schnellste Weg über die Halbinsel ist. Könntest du dir verspottet vorkommen? Am Weg steht die Statue der Sisyphos, der seinen Felsen den Berg hinaufwälzt. Finde mich in der Höhle hinter dieser Statue. Ich bin auf dem Tisch mit einem geopferten Wesen. Okay, in der Höhle, wo ich war, habe ich kein geopfertes Wesen gesehen, deshalb denke ich mal, dass es nicht hier ist. Also es scheint ja irgendwo hier was zu tun, aber ich denke, es wird die Höhle hier sein. Und ja, ich wollte noch die Ausrüstung angucken. Das war falsch. Wieso drücke ich mal Dark Souls, glaube ich. So, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber er macht halt keinen Feuerschaden. Das heißt, der kommt weg. Wir haben neue Waffen. Ist das Schwert hier besser? Das macht halt weitaus mehr Kriegerschaden und hat auch weitaus mehr DPS. Also kommt das hier in den Müll. Es hat auch Feuerschaden drauf, schade. Die kommt weg und du kommst wahrscheinlich auch dann weg. Jo, mir egal, du kommst weg. Immer nur den Stärksten behalten. So, dann haben wir noch den Stock hier. Der ist nicht so gut wie unserer. Dann kommt der hier weg und hier gehe ich rauf und gucke nur. Wir haben das... Oh, hier waren noch Scherben und ein Brief an einen Schmuggler. Wir haben hier das Ding. Fühle ich nicht. Fühle ich auch nicht so sehr. Okay, hier habe ich halt Gesamtrüstungswert drauf. Das macht das halt relativ viel. Okay, die sind halt alle legit, also selbst der kann weg. Die verkaufe ich ja, stimmt. Muss ich ja sowieso nachgucken. Die lohnen sich aber schon wieder. Die machen zwar ein bisschen weniger Kriegerschaden, aber dafür Attack-Schaden hoch. Und auch noch richtig viel Rüstung, weil die... Warum eigentlich? Warum sind die so gut? Also... So eine 35 Rüstung mehr, warum steigt meine Rüstung dann... Weiß ich nicht.
Also ich verstehe das Spiel mal. Okay, der steigert die nochmal weitaus mehr. Ach stimmt, weil ich 10% oder 18% drauf bekomme und hier ist es auch nochmal drauf. Ja, okay, ich würde sagen, so ist gerade optimal. Hat nicht verkauft, nicht zu craften, wir wollen die behalten. So, wir haben hier einen neuen Hut. Okay, wir müssen von hier ausgehen. Der schon mal weitaus besser. Okay, der ist auf jeden Fall safe besser. Das ist, glaube ich, unser einfach nur in einem anderen Ding. Und der macht nochmal 100, den können wir sowieso nicht benutzen. Der hier ist nicht so gut. Also der hier ist schon Maximum aktuell. Und noch ein Brustharnisch oder einfach nur ein Harnisch. Heißt der einfach nur Harnisch, ne? Der macht weniger Rüstung, leider, sonst würde ich das nehmen. Also Gesamtrüstungswert ist halt richtig gut anscheinend. Ich glaube, aktuell sind wir auch richtig gut schon mit Rüstung dabei, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir haben schon richtig viel Rüstung. Ich würde aber sagen, das reicht dann auch für diesen Part. Ich hoffe, euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.